Hallo. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Und jetzt mischen wir mal die Arena auf. Ja. Quasi streuen ein bisschen Blut in den Sand. Der verklumpt dann so ekelhaft. Ja. Oh, guck mal. Hammer. Voll krass, aber das ist bestimmt nur für die Arena. Das dürfen wir bestimmt nicht in echt behalten, oder? Ich weiß es nicht, aber ich hätte gerne meinen Stab ausgerüstet. Ich gucke mal. Als Magier ist ja so ein Stab ganz gut, ne? Um Dinge zu rammen ist nicht sehr wirksam. Alles klar. Ein einfaches Schwert aus Eisen. Na gut, gut, okay. Sprechen wir mal mit dem Typen hier. Mann, jetzt. Bitte? Wie, hast du eine Stimme? Dann mach du bitte. Wenn ihr die Arena betreten wollt, muss ich mit eurem registrierten Anführer reden. Oh, Grazuk. Oh, jetzt geht's direkt los. Und es ist endlich soweit. Willkommen, meine Damen und Herren, zur wichtigsten Veranstaltung des Jahres, der Sammlerprüfung. Kommentiert wird das Ganze dieses Jahr von meiner Wenigkeit. Scenic Plot. Hoffentlich sind sie so froh wie ich hier zu sein. Na, deiner Schmalzlocke gefällt das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wissen alle, dass die Jungs und Mädels begierig darauf sind, den Rängen unserer berühmten Sammlergilde beizutreten. Aber wer hat das Zeug dazu? Applaus für unsere ersten Streiter. Grazuk und Kilt Kaius. Das erste Hindernis ist die Angeldisziplin. Was? Jedes Mitglied der Gruppe hat sich eine Sammler-Trainingsangel geliehen und muss wenigstens einen Fisch angeln. Alter, ich habe keine Ahnung, wohin man angelt in dem Spiel. Ich kann Meteore drauffeuern. Ja, das ist doch gut. Ich kann das Wasser einfrieren. Je schneller sie fertig werden, desto mehr Punkte bekommen sie. Bereit? Los! Hilfe? Achso. Wow! Okay. Okay, ich schmeiß jetzt hier sowas. Ich will auch angeln. Mit dem Schildknopf. Mit dem Schildknopf? Ah, wie, so ein bisschen wie in Stardew Valley. Ups. Yay, ich hab einen Fisch. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen soll. Weiß nicht, bei mir ist es ja... Ah, alles klar. Warte, bis ein Fisch anbeißt und der Schwimmer komplett unter Wasser ist, dann drücke schnell. Komm schon. Oh, voll die krasse Action. Ohne Flachs. Ja, Mann, zweiter Fisch. Woo. Und sie sind fertig! Großartig gemacht! Einen kräftigen Applaus für unsere ersten Streiter mit einer Punktzahl von 6400! Haha, ja, ich hab's gesagt. Ja, das war ja easy peasy lemon squeezy, ne? Loro. Der warst du. Achso. Oh, sieht aus, wäre ich in gerade mal der Hälfte der... mal der Hälfte eurer Zeit fertig geworden, ihr Versager. Dafür sind unsere Haare nicht türkis. Ihr legt besser einen Zahn zu in der nächsten Runde. War doch easy, war wirklich easy. Ohne Flachs, ey. Na, aber klar doch, oder? Na sicher. Weiter geht das. Zeit für die zweite Runde, der Rätselwahnsinn. Als Sammler werdet ihr bei eurer Suche nach seltenen Gegenständen auf viele Rätsel treffen. Deshalb sind außergewöhnliche Rätsellösungsfähigkeiten ein Muss. Schiebt den Runenblock einfach in die passende Runenplatte. Je schneller unsere Streiter fertig sind, desto besser wird ihre Punktzahl. Oh, und wenn ihr einen Fehler macht, sterbt ihr. Stellt euch auf die Umkehrplatte in der Nähe eines Rätsels, um es zurückzusetzen. Macht euch bereit. Und los. Jo. Okay. Ich gehe mal nach hier unten. Okay, dann mache ich das hier. Mache ich erstmal das Einfachste. So. Ah ja, das ist ja auch easy hier. Komm schon. Eins fertig. So, Mann, du musst jetzt darüber.
Ja. Okay, warte mal. Ja, ich hab's. Okay, alles klar. Ich schieb den hier schon mal weg. Halt! Jetzt kannst du den durchschieben. Ja, du bist ja schon dran. Und das war falsch. Okay, das war der, den ich da eben hingeschoben hatte. Oh, ach, wir jetzt müssen wir beide draufstehen. Ach, guck. Das ist ja drollig. Okay, also. Ah, verstehe. Alles klar. Ich schieb den jetzt schon mal in die richtige Richtung. Jo, mach das doch mal. Das ist mal T-Work hier. Hör mal, oder? Oh, krass. Selten etwas Besseres gesehen, du. Du drückst von oben. Los, schnell rum. Dann drück ich wieder von der Seite. Yeah. Ey. Profis. Gut gemacht. Einen kräftigen Applaus für die Streiter aus den Tafelbergen. Ein Rätsellösungsgeräusch. Ja, das war doch ganz gut. Ja. Yeah. Wir haben es drauf, Alter. Sieht aus, als hätte ich euch wieder geschlagen. Ich fürchte, boah, wenn ihr nicht, Alter, bald besser werdet, habt ihr keine Chance, Sammler zu werden. Darf ich dich vielleicht einfach mit der Stirn auf die Tischplatte schlagen? Du bist Luke. Ach so, entschuldige bitte. Wie habe ich den denn nochmal gemacht? Weiß ich nicht. Ein bisschen überdreht. Was ist dein Problem? Kannst du nicht wenigstens versuchen, nett zu sein? Dick. Ich bezweifle es. Wow, dieser Typ. Und weiter. Yeah. Onwards, Mighty Steed. Na klar, ey. Endlich unsere letzte Disziplin. Und wichtigste übrigens auch. Die Kampfrunde. Unsere Gruppe muss alle Sorten von wilden Bestien, die in der Arena freigelassen werden, besiegen. Und nur diejenigen, die die meisten Gegenstände von ihnen bekommen, werden als Sammler auserkoren. Ja, was kann ich denn dafür, was sie droppen? Ihr seid hoffentlich bereit. Los! Yeah. Yeah. Eat shit, Slime. Baller hier eine mit meinem Stock. Gibt's noch sowas und überhaupt und hin und her. Bam. Ey, du holst die alle. Du hast voll den Aggro-Radius hier. Zack. Meine Mana ist alle. Hier gibt's halt eine mit der Backe. So, noch mehr Schleime. Und ein Kanickel. Ein gefährlicher Hase, genau. Jetzt wird's wirklich hart hier. Wow. Die sind aber schnell unterwegs hier. Bounce. Ja, jetzt so ein AOE haben, ne? Das wäre was. Ach, guck mal, mein Eisding ist ein bisschen AOE-mäßig unterwegs. Level up. Upsi. Ich muss noch so ein bisschen mit dem Zauber-Aiming arbeiten. Tatsächlich. War ich noch nicht so raus. Hey, fuck you, Hase. Du bist ein ganz schöner Typ da mit deinem Schwert auch, ne? Ja. Oh. Alter, jetzt kommen noch Bienen dazu. Lecco mio. Oh, jetzt geht's ja aber wirklich ab, du. Ah! Ich lass die Bienen jetzt mal für den Schluss, würde ich sagen. Oder? Ja, ja. Alter, Triple Kill! Ich muss mich ja ein bisschen konzentrieren. Ja, jetzt wollen sie wirklich wissen, ne? So, jetzt können wir ja mal auf die... Ich sammle schon mal ein bisschen Shit ein. Na kommt schon. Kommt ihn. Ich mach hier mal die zweite Blume weg. Bambini. Hey, das dürfen wir nicht einsammeln? Schau mal rein. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist Zeit für eine Wendung. Dieses Jahr ist es Zeit für etwas Spektakuläres gekommen. Ich präsentiere Ihnen den entsetzlichen Gigaschleim. Oh, unser erster Gegner. Witzig, unser erster Zwischengegner. Hier werde ich von einem Kumpel ein Gesicht einblenden, den Matze und ich kennen aus der Gilde von damals. Den haben wir nämlich mal Giga genannt. Ich habe bereits meinen gerechten Anteil an absurden Dingen gesehen, aber Junge, das schlägt im Fass den Boden aus. Wie, was ist mit dem los? Hä? Irgendwie scheint mit dem hier nichts zu stimmen.
Warum ist in diesem Spiel eigentlich alles niedlich? The Wobbling Giant. Oh nein! Ein wobbelnder Gigant! Hutsch! Ah, okay, auf den Schleimflecken werden wir verlangsamt übrigens. Au! Ich war in ihm drin. Oh, das war voll auf ein Püppus, was ich gemacht habe. Upsi. Jeez, Luis. Ah, shit. Alter. Ah, weg hier. Oh, was macht der denn? Bist du bekloppt? Bist du bekloppt, Junge? Blöd, Mann. Au, jetzt ist er hochgepusht. Gerade hier. Das was war das denn? OMG. Ich treffe auch immer nur diese ganz kleinen Mistkrücken, ne? Was? Bitte! Oh no! Ich hab mein Meteor auch falsch abgesendet. Ich bin ja auch dumm, ich kann ja auch den hier. Oh shit, ich hab kein. Oh! Meine Lebenspunkte sind schon wieder kritisch. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Lass mich in Ruhe, Junge. Auf Lebenspunkte. Scheiße. Die werfen aber auch nichts ab hier, ne? An Lebenspunkten, oder? Überhaupt gar nichts. Oh, scheiße. Das ist jetzt ja auch die Herausforderung, hör mal. Bin quasi jetzt tot. Mann, ich schaff's das. Ich hab nur noch 3 Lebenspunkte. Ja, das schaffen wir. Kein Teamchen. Das Spiel gibt einem aber auch nix, ne? Da ist auch Dark Souls Flachs. Und lächerhaft. Irgendwie so einen riesengroßen Schleim gibt's auch in jedem Spiel, ne? Ja, Standardgegner Nummer 1. Oh, ja, jedes. Die Angriffe. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte es jetzt aber wissen, du blöder Schleim. Alter! Ein HP habe ich noch, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Oh, ich habe noch 3. Ja, gut, sind wir gut dabei. Aber wir haben ihn auch gleich. Ja, wir müssen es gerade so schaffen vielleicht. Komm, 2 Hits noch, dann ist er komm, dann komm, ist er komm, blöd. Junge. Jetzt darf man nur nicht überstürzen. Nee, schön auf Sicherheit spielen. Wow, oh, weg, Alter. Weg. Jetzt werde ich gerade unkonzentriert. Nein, daneben. Fuck! Fuck off! Finish and move! Boah, sehr gut. Yes, sir. Das ist ein epischer Schleimball. Der gigantische Schleim wurde besiegt. Eine brillante Leistung. Allerdings, ohne dass er irgendwas fallen gelassen hat, mag er es düster nach dieser letzten Runde aussehen. Hab's doof? Nun, das war es für diese Gruppe. Zeit für... Huch. Manu. Und nicht bitte jetzt nochmal, weil irgendwie ist das jetzt auch nichts. Nee, glaube ich nicht. Kartalbum updated. Grüner Schleimkarte. Okay. Ist das? Es ist! Oh mein Gott! Sie haben es geschafft! Das erste Mal in 50 Jahren haben Streiter in der Prüfung eine Karte gefunden. Eine der seltensten Gegenstände in ganz Grindia. Das muss ein Zeichen sein, feiertes Publikum. Diese Gruppe hat sich ganz klar ihren Platz als Sammler verdient. Bitte gebt diesen Sammlern in Spe einen kräftigen Applaus. Das ist wild! Oh Gott, dieses furchtbare Gesicht. Ja. Einen kräftigen Applaus für diese jungen Meister aus den Tafelbergen. Wupp, wupp. Hallo, guck, was ist denn, ne? Mit mir? Du reißt nur deine Hand hoch. Ja, weil ich Host bin. Das nächste Mal darfst du hosten. Dann reißt er deine Hand hoch. Quinten. Puh, die Prüfungen waren in diesem Jahr wirklich knallhart. Aber ihr habt es alle geschafft und ihr habt es gut gemacht. Eine Karte in den Prüfungen zu finden, du meine Güte, ich bin froh, solch vielversprechendes Talent unter uns zu haben. Mein Name ist Quinton und ich bin der Questmeister hier im Sammler-Hauptquartier. Wenn ihr irgendetwas braucht oder nicht wisst, wo ihr hingehen sollt, bin ich derjenige, den ihr fragen müsst.
Oh, das ist richtig. Da du der Erstplatzierte mit einer herausragenden Punktzahl von 44.100 Punkten bist, gebe ich dir hiermit eine Kleinigkeit. Ein Hut. Eine Mütze. Du hast einen Strohhut erhalten. Nee, das ist ja super. Wie schön. Darf ich einen Funfact kurz zu Strohhüten erzählen? Ja, bitte. 1923 oder so gab es die Straw Hat Riots in New York. Und zwar war es damals Knigge, nach dem 15. September keinerlei Strohhüte mehr zu tragen, weil das ein Sommeroutfit war. Mhm. Und da sind dann Leute durch die Stadt gelaufen, die hießen dann Straw Hat Snatcher. Die haben nach dem 15. September den Leuten die Strohhüte vom Kopf geklaut und kaputt getreten. Und das ist im September 1923 dermaßen ausgeartet, dass teilweise Mobs von über 100 Leuten durch gewisse Viertel gelaufen sind und haben die Leute verprügelt. Das fing alles an, weil ein paar Jugendliche angefangen haben, Hafenarbeiter die Strohhüte zu klauen und so ausgerastet sind. Und das hat sich dann so hochgespielt, dass 3 oder 4 Tage lang New York in einem absoluten Ausnahmezustand wegen Strohhüten war. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Story? Ja, ist so. Was? Fun Fact am Rande. Es ist wieder was gelernt. Ja. Also wenn das mal bei Wer wird Millionär kommt... Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal eine Gelegenheit bekomme, diese Geschichte zu erzählen und das auch im sinnvollen Kontext. Jetzt habe ich gar keinen Bock, mit den Strohhut zu tragen. Hab mich gerade so gefreut darüber. Ja, sieht ja so ein bisschen sommerlich aus. Noch ist ja gut. Wir dürfen nur im Herbst müssen wir was Neues gefunden haben. So, weiter bitte. Marino spricht jetzt. Das ist nicht das Letzte, was du von mir gehört hast. Power. Komm schon morgen, lass uns gehen. Erinnert mich so an Draco Malfoy ein bisschen. Bisschen, ne? Du bist Luke. Nur noch mit einer noch beschisseneren Frisur. Ja. Um ehrlich zu sein, ich war mir sicher, dass ich den ersten Platz gewinne. Aber als ich diese Karte sah, wusste ich, dass ich besiegt war und immer noch Dreck im Gesicht habe. Mann, ich kann es kaum erwarten, auf Kartenjagd zu gehen. Finde ich ja drollig mit den Karten. Da müssen wir uns gleich mal erstmal reingucken, ne, was das ist. Bummel jetzt nicht rum. Du hast vielleicht in Rekordzeit eine Karte gefunden, aber das ist nur der Anfang. Jetzt beweg dich. Da draußen sind Gegenstände, die auf uns warten. Die erhaltene Karte ist ein seltener Gegenstand, den jeder Gegner fallen lassen kann. Du kannst von jeder nur eine haben, aber jede von ihnen erhöht permanent bestimmte Werte. Aha. Das ist nice. Okay, jetzt ist aber unsere Folge wieder zu Ende. Ja, und ich habe schon den Hut auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich den Hut mit meinen hochgestellten Haaren aufhab. Ob der oben drauf liegt oder wie. Das wird bestimmt sehr spannend. Also bis Cliffhanger of Doom. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.